Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Ultimate Reloaded. Wir sind immer noch in der Vorproduktion, das soll heißen, heute ist glaube ich Dienstag für euch, für mich ist immer noch Sonntag und ich bin gerade derzeit nicht zu Hause. Eigentlich schade, weil eigentlich ist nämlich heute ein relativ besonderer Tag. Wir haben nämlich 50 Folgen FTB Ultimate Reloaded vollgemacht. Das bedeutet, wir werden heute mal in so einem kleinen Special mal bisher alles, was so passiert ist, Revue passieren lassen. Und uns so ein paar Dinge nochmal anschauen und dann werde ich diese Welt in ein ZIP-Archiv verpacken und das ganze Gedöns unter jumel.net zum Download anbieten. Link ist dann hoffentlich nachher in der Beschreibung, was ich wahrscheinlich wieder vergessen werde, aber der Link zur Website sollte drin sein. Ja, 50 Folgen, das heißt, also wir haben jetzt tatsächlich jeden Tag der letzten 50 Tage eine Folge gehabt. Es ist bisher noch nichts ausgefallen, wir hatten massig Streams gehabt und so weiter. Und ja, das ist doch mal eine ganz nette Bilanz eigentlich. Achso, wir könnten auch hier mal eben ganz kurz pennen gehen. Warte. Machen wir das so. Genau, ich stehe ab und zu mal bei der Quarry im Nether rum. Deswegen setze ich das manchmal hier auf Peaceful und dann wieder zu Easy zurück, wenn wir spielen. Weil ich habe keinen Bock davon, irgendwelchen Fledermäusen überrascht zu werden. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Ja, wo fangen wir an? Im Prinzip hat vor 50 Folgen alles damit begonnen, dass wir hier unten so eine kleine Höhle in Beschlag genommen haben. Von dieser Höhle ist natürlich nichts mehr zu sehen. Wir haben das Ding komplett ausgehöhlt zu einem Kellerraum und so weiter. Von dieser damaligen Höhle, wo wir eingezogen sind, ist nichts mehr zu sehen. Ja, natürlich haben wir da die ersten Maschinen reingequetscht. Wir haben so grundlegende Erzverdopplung und so weiter gebastelt. Hatten dann auch den ersten Farmstream gemacht und. Also da ging einiges. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, hier diese Steve's Cards Baumfarm zu bauen, die momentan nicht laufen, also nicht wirklich, weil alle Woodcutter der Minecarts im Prinzip kaputt sind. Das ist aber auch momentan nicht schlimm, weil diese Farm hier ist auch fast voll, die hier leert sich so langsam und hier ist auch noch fast voll. Also ich lasse den Kram einfach mal ein bisschen leer laufen, weil auch diese Pufferkisten mit dem Holz, die sind einfach komplett voll. Da brauchen wir momentan überhaupt nicht handeln, ja, das passt schon. Ja, um die ganzen Schienen und Co. zu bauen, haben wir natürlich das Ganze mit Creosote Oil geregelt, weil die normalen Minecraft-Tracks, die funktionieren hier nicht. Die sind durch Railcraft halt ein bisschen komplizierter geworden, weil du halt für diese Schienen oder Tracks dieses Creosote Oil brauchst. Alles gar kein Problem. Genau, hier unten haben wir dann die Charcoal-Produktion hingebastelt, die sich auch autark selber versorgt. Ja, wir haben hier die Dynamos, die Hardend-Dynamos, die quasi aus der Charcoal gleich wieder Energie herstellen. Und alles Übrige, also alles, was an Charcoal übrig bleibt, wird dann hier in diese Kiste geleitet und geht dann zum Generator. Den schauen wir uns gleich dann nochmal genauer an. Genau, hier ist unser erstes Minecart. Die haben wir dann noch ein bisschen modifiziert mit der vernünftigen Solar Engine. Hier hatten wir nämlich die falsche, Solar Engine eingebaut, die einfach nicht genügend Power produziert. Ist aber nicht schlimm, die drei Minecarts, die jetzt rumfahren, die sind da ein bisschen besser ausgestattet. Genau. Und hier haben wir dann unsere Stahlproduktion, die noch nicht automatisiert ist, mit dem Blast Furnace. Übrigens, das ist auch so ein kleiner Bug hier anscheinend, und zwar ist gerade dieses Fenster hier unten nicht da. Wenn ich den jetzt rechts anklicke, dann schmeißt er mein komplettes Inventar durcheinander, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ja, auch mit F3A lässt sich das nicht beheben, ist aber auch nicht so schlimm, die Kiste würde funktionieren, aber so möchte ich den jetzt nicht anklicken, weil das ist ein bisschen verbuggt, ist aber auch nicht so wild. Gut. Jo, dann haben wir halt so in den nachfolgenden Streams haben wir diese Baumfarm ein bisschen verschönert, also mit dem Stein außenrum ein paar Zäune hingebaut. Das leidige Thema mit diesem Glowstone hier oben drauf, da haben wir ja auch ewig und drei Tage lang umgebaut, bis wir dann mal dieses System hier hatten, da leider diese Torchmaster-Torches, ja, ein wenig verbuggt sind, die sind ein bisschen komisch. Aber gut, kommen wir zum nächsten Ding, oder sagen wir zu dem nächsten Running Gag, ja, diese Tierfarm hier, die eigentlich schon seit 50 Folgen im Weg ist fast, ne? Ist egal, wir werden sie irgendwann im Laufe der nächsten Zeit ein wenig umbauen und automatisieren mit Industrial Foregoing, das ist so der Plan. Gut, schauen wir uns mal die Generatoren an. Ja, wir haben hier zwei wirklich fette Generatoren gebaut. Das Gebäude an sich gefällt mir tatsächlich sogar sehr gut. Es ist vielleicht von unten her gesehen ein bisschen eng, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, wir hatten angefangen mit dem Kohlegenerator, weil das war ja im Prinzip der Schwerpunkt. Also da kommt auf jeden Fall auch genügend Kohle an. Wir haben die alle bisher auf das Hardend-Niveau gebracht. Also jeder produziert hier 60 RF pro Tick. Das heißt, eine Reihe macht, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 300 RF, 600, 900... Und in Verbindung mit dem Lava-Generator, der hier die Redundanz darstellt, sind wir dann schon bei 1800 RF pro Tick, die hier durchgehen. Oder sagen wir, produziert werden. Genau, die Speicherzellen hier, die haben wir noch ein bisschen gepimpt, da sind 54 Millionen RF drin.
Ich sehe gerade gar nicht die Animation von der Verzauberung. Da ist ja noch Holding drauf. Aber oben hier im Tooltip wird es angezeigt von The One Probe. Oben sehen wir, dass das Ding verzaubert ist. Hier in dem Fall mit Holding 4. Und die sind halt auch schon auf dem, ja, Reinforced-Niveau. Deswegen haben wir hier diese hohen Speicherkapazitäten und 9000 RF In- und Output. Ja, 9000 passend zu den Redstone Energy Flux Ducts. Denn auch die können 9000 RF pro Tick übertragen. Ja, an sich achten wir hier relativ viel auf einigermaßen schönes Bauen. Da fehlen natürlich noch viele Sachen, wie diese hässliche Farm oder generell hier auch der ganze Platz und so weiter. Und wir haben einfach mal so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen simulationsmäßig haben wir halt hier einen Kühlwasseranschluss gemacht, den wir eigentlich gar nicht brauchen, aber sieht cool aus. Ja, das geht hier einfach nur in diese Tanks und diese Tanks sind einfach da. Mehr ist es nicht. Ja, ist nur ein bisschen was für die Optik. Ja, da sind ein paar Aqueous Accumulator unten drin, damit die Leitungen auch befüllt werden. Und das ist es eigentlich. Ja, was haben wir noch gemacht? Irgendwann haben wir dann so gedacht, ja, die Farm, schön und gut, dass wir sie haben. Wir hatten ja nur am Anfang diese eine, diese Oakwood Farm. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle und so. Und haben uns dazu entschieden, dass wir noch eine Sprucewood Farm und eine Birchwood Farm dazu bauen. Ich wollte ja erst noch das Dark Oakwood mit einbinden. Nur die Minecarts sind da nicht schlau genug, um Setzlinge auch 2x2 zu setzen, weil das Dark Oakwood mit einem 1x1-Setzling klappt nicht. Ja, der braucht immer 2x2. Ist aber kein Problem, weil das werden wir später nochmal über Industrial Foregoing lösen, damit wir auch da unseren Kram zusammenbekommen. Ebenso, die Rubber Tree Farm wird auch über Industrial Foregoing gehen. Ja, das ist so der Plan. Jo, da hatten wir die Farm stehen und haben gedacht, ja, so ein schönes Bahnhofsgebäude wäre eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, das ist optisch gesehen eins der bisherigen Hingucker hier auf der Welt, glaube ich. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Das ist natürlich jetzt innen drin, also hier in der unteren Etage noch ganz okay, aber hier oben, ja, da fehlt dann noch ein bisschen Dekoration. Da steht jetzt ein Bett drin, so als Bahnhofsmission, sage ich jetzt mal, wo man mal spontan pennen kann, so wie eben. Dachterrasse ist mit dabei, man kann hier auch aufs Dach gehen. Ist eine ganz feine Sache. Ach, hier hinten unsere wunderbare Ölquelle, die wir irgendwann noch in Beschlag nehmen werden. Oh, da freue ich mich auch schon drauf, wir haben noch so viel vor hier. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, das Bahnhofsgebäude ist an sich eine feine Sache, glaube ich. Genauso wie das Generatorgebäude. Kann sich eigentlich bisher sehen lassen. Ja, dann hatten wir hier zwischenzeitlich mal, während wir in der Farmwelt mit der Quarry unterwegs waren, so eine Raffinerie stehen gehabt. Die ist inzwischen schon wieder eingepackt. Denn die brauchen wir erst wieder, wenn wir da oben rangehen. Ja, momentan läuft die Quarry ja mit Kohle, also mit den Stirling Engines. Das ist nicht ganz so schnell und nicht ganz so effektiv, ich weiß, aber das reicht erstmal für die momentanen Zwecke. Ja, dann haben wir ein Haus gebaut. Kommen wir gleich zu, weil wir hier gerade rumstehen, haben wir hier noch die Mob-Farm. Gehen wir mal kurz rein. Genau. Wir hatten hier so ein paar, ich sag mal, Probleme mit diesem Soul Shard Gedöns. Erstens, weil diese Modifikation mich nervt und zweitens, weil wir uns ein bisschen doof angestellt haben. Also hier ist noch kein Shard drinne. Das machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Aber so an sich vom Spawning Ground kommt hier genügend zusammen. Wir haben das im Endeffekt dafür gebaut, damit wir an so ein bisschen Mob-Essenz rankommen. Nee, halt. Da ist es. Und diese Mob-Essenz war eigentlich dazu da, oder ja, dazu gedacht, diese Creeper spawnen zu lassen, damit wir an diese Catalyzing Glands rankommen. Denn daraus können wir Guest Tiers herstellen und aus den Guest Tiers können wir dann diese Mob Imprisonment Tools bauen, um weitere Viecher hier in dem Mob Duplicator quasi, ja, heraufzubeschwören, sagen wir das mal so. Auch das ist momentan nicht unbedingt viel genutzt, weil wir im Prinzip das haben, was wir brauchen, witzigerweise. Ja, und diese Farm ist im Endeffekt effektiver, als ich eigentlich dachte. Also wir kriegen hier wirklich viele Bones raus. Ja gut, Pfeile sind halt da. Bone Meal ist am Start, wir haben hier diese Rib Bones noch am Start. Und ja, ab und zu mal ein paar Enderperlen. Also hier drin ist, spawnt eigentlich alles. Strings haben wir bald auch einen Stack voll. Also wir können uns da echt nicht beklagen. Und das komplett ohne Hilfsmittel. Also wie gesagt, das ist einfach nur ein Spawning Ground, wo nichts irgendwie dazu spawnt. Es ist einfach nur dunkel. Natürlich hat das Ganze, naja, wie soll ich sagen, ein paar Arbeiten oder ein paar Stündchen Zeit gekostet, sagen wir es so. Denn ich habe hier diesen ganzen Bereich komplett mit Fackeln ausgeläutet. Hier unter ist ein riesengroßes Höhlensystem mit Schlucht und keine Ahnung was nicht alles. Auch da war ich unterwegs und habe überall Fackeln reingehauen. Zumindest soweit, ja, wie ich es gefunden habe. Ich habe garantiert nicht alle Gänge erwischt. Aber einen Großteil habe ich auf jeden Fall erwischt und diese Farm hier funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Gut. Genau, hier stand mal eine Ölquelle, die haben wir schon leer gepumpt, weil die Quarry in der Farmwelt richtig ausgerastet ist. Die hat die ganze Quelle einfach mal durchgeheizt. Und hat uns natürlich einiges an Ressourcen beschert. Genau, dann haben wir hier eine kleine, ja, bequeme Sticky Resin Farm gebaut.
Kann man noch vergrößern, aber muss man auch nicht unbedingt. Momentan haben wir nicht so den Bedarf nach Rubber. Ich habe trotzdem immer so zwischen den Folgen habe ich halt ein bisschen Rubber hergestellt. Jetzt haben wir 2100, ja. Ja, und daran sieht man im Prinzip auch, dass ich relativ viel mal so abseits der Aufnahme hier unterwegs bin, so ein paar Kleinigkeiten mache, ab und zu mal ein bisschen farme. Eben zum Beispiel habe ich bei der Quarry im Nether die Wände weggekloppt, da war noch ein bisschen Nethercoal drin, Netherquarz. Ja, und wir können mal generell gucken, was hier so an Nether-Gedöns angekommen ist bisher. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. 222 Nether Coal, 68 Copper, 58 Tin, 36 Iron, 30 Gold. Also das kann sich auf jeden Fall sehen. Das, oh, 4x Emerald, 4x Diamond. Also wir können uns da echt nicht beklagen. Das Ding ist einigermaßen effektiv unterwegs. Genau. Jetzt, wo wir gerade hier schon mal stehen, wir haben so einen kleinen Exkurs im Bereich ja, Industrial Craft und Tech Reborn gemacht, weil wir so ein paar Sachen brauchten, nämlich Titan. Unter anderem für die Quarry, um sie überhaupt zu bauen, weil das Rezept ist hier ein bisschen angepasst. Und weil wir die Kiste schon mal stehen hatten, haben wir gedacht, hey, wir bauen uns auch einen Diamond Drill, weil auch der braucht Titan. Eventuell werden wir uns in naher Zukunft noch ein paar andere Werkzeuge bauen. Müssen wir schauen, machen wir spontan, je nach Bedarf. Ja. Haustechnisch haben wir hier oben noch so ein paar hässliche Anlagen stehen. Diese Kisten hier, die bleiben erstmal noch da. Die kommen natürlich auch irgendwann runter in den Keller. Und das ME-Gedöns hier, das werden wir noch ein bisschen schöner bauen. Also das wird nicht hier stehen bleiben. Das kommt nachher, keine Ahnung, vielleicht hier irgendwo mittig hin. Das kommt wieder raus, weil wir uns ja noch so eine Industrial Craft Schuppen bauen möchten. Also wir haben noch so viel vor. Ja, kommen wir erstmal zum Thema Haus. Ja, wir haben hier den unteren Bereich. Ich habe hier auf verschiedenen Höhen gebaut, weil das Ganze ein bisschen, ja, besser aussieht, meiner Meinung nach. Wir haben den Außenbereich, der auch noch nicht ganz fertig ist. Und dann haben wir rausgefunden, Glowstone als passive Beleuchtung ist eigentlich ganz geil. Wenn es dunkel ist, dann scheint das hier richtig cool runter. Und es wird gerade dunkel. Hier sehen wir das sogar besser. Ja, da haben wir hier so einen richtig schönen passiv beleuchteten Lichtschein. Das sieht richtig geil aus mit dem Shader. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Jo. Dann die zweite Etage. Ich weiß noch gar nicht so genau, was hier nachher alles reinkommt. Also Küche, Bad und Co. Klar, das wird halt wie gesagt ein ganz normales Haus. Ein bisschen ME-System. Hier oben ist schon unser Verzauberungstisch dabei. Hier könnte man noch rein theoretisch, wenn man den Bock hätte, eine Faumkraftecke irgendwo hinbauen, je nachdem. Dann haben wir hier noch einen Balkon. Auf der anderen Seite ist noch einer einigermaßen ausgeleuchtet. Diese Fackeln hier, die sollen irgendwann verschwinden, weil das sieht nicht unbedingt toll aus. Es geht momentan nur darum, dass hier keine Monster spawnen. Das ist es halt, ne? Ja, dann das Dach. Im Prinzip ist der gesamte Platz für Solarpanels von Industrial Craft schon mal, ja, reserviert. Und auch damit werden wir uns noch ein Weilchen befassen werden. Ja, gut, dann gehen wir nochmal runter. Ich will mir nochmal eben hier unser Passivlicht angucken. Weil das sieht halt, wie gesagt, echt cool aus mit dem Shader. Genau, das meine ich. Also das ist schon echt cool irgendwie. Haben wir mehr oder weniger durch Zufall rausgefunden. Aber das fetzt. Kann man auf jeden Fall so machen. Jo. Und dann hatten wir uns in einem der Streams ein wenig ja, künstlerisch ausgetobt, was erstmal diese Brücke angeht und dann natürlich unsere Portalinsel. Ja, ich denke mal, das hier ist auf jeden Fall ein ganz schönes Fleckchen geworden. Hier fehlt jetzt natürlich noch ein Portal in den Twilight Forest. Der passt hier, oder das Ding passt hier aber noch hin. Das ist kein Problem. Ja, und Brücken in Minecraft ist immer so ein bisschen Fummelkram, aber wir haben hier einen ganz guten Winkel, also eine ganz gute Krümmung erwischt. Ich denke, das kann man ganz gut so machen. Ansonsten steht hier noch der Plan aus, dieses Haus, also diese Strandreste hier komplett zu entfernen. Da hatte ich auch neulich mal in den Kommentaren was zu, oder in einem Video was zu gefragt. Da waren auch so ein paar gute Antworten in den Kommentaren tatsächlich. Und wir werden das irgendwann so machen, dass wir das Haus hier komplett in dieses Wasser reinmauern. Das Generatorgebäude, da machen wir dasselbe. Und wir werden dann hier vorne in dieser kleinen Bucht, werden wir so einen kleinen Strandabschnitt lassen, sodass wir halt hier einmal die technische Variante haben. Ungefähr bis da oder so. Dann haben wir hier Strand. Und hier bauen wir dann wieder die Technik weiter, wo das Generatorgebäude anfängt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Wie das nachher aussehen wird, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass wir in diesen 50 Folgen bisher echt einiges weggearbeitet haben. Gut, dann gehen wir mal runter in den Keller. Genau, wir haben angefangen, Wartungsschächte zu bauen. Die sind alle noch nicht ganz fertig. Oder der eine hier, wir haben ja nicht mehr gebaut bisher. Aber darüber müssen wir noch anschließend die Mobfarm, den Bahnhof. Also wir haben da noch massiv was zu tun. Ja, und hier haben wir halt so die ersten Autocrafting-Maschinen, die uns Dinge herstellen wie Harden, Glas, Schneebälle oder Redstone Energy Flux Ducts oder. Also da, ja, sind der Fantasie an sich keine Grenzen gesetzt. Ja, dann haben wir im letzten Stream, letztes Wochenende, hier angefangen, die Kabelebene zu bauen.
Dann müsste nachher noch irgendwo Strom runterkommen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Und hier geht's dann nach unten zur nächsten Etage, wo dann im Kern unser Molekular-Assembler Autocrafting stattfinden wird. Wir haben eine Säule schon mal vorgebaut, da fehlt noch die Hälfte von den Assemblern. Aber an sich klappt das hier wunderbar. Also die Dinger arbeiten hier ratzfatz durch. Übrigens, man kann ja auch noch Acceleration Cards reinbauen. Brauchen wir aber erstmal noch nicht. Jo. Dann würde ich vorschlagen, wir machen nochmal einen ganz kurzen Abstecher in die Farmwelt und in den Nether. Und dann hätten wir diese, ich sag mal, wie soll ich es nennen? Zusammenfassungsfolge, Jubiläumsfolge, wie auch immer, eigentlich schon mal durch. Ja, wir müssen ja auch nicht jedes Mal produktiv sein. Wir können da auch mal hier einfach mal so ein bisschen das ganze Zeug Revue passieren lassen. Gerade halt bei der 50. Folge bietet sich das, glaube ich, an. Ne, wir fangen mit der Farmwelt an, genau. So, da sind wir. Genau, wir sind hier unterirdisch gespawnt, weil wir das Portal bei uns vorher auch unterirdisch stehen hatten. Ist kein Problem, passt schon. Ja, unsere ersten Farmversuche waren hier im Prinzip mit den Turtles, die wir gebaut haben. Und die Turtles habe ich mir gedacht, jo, die benennen wir eigentlich oder einfach nur, ja, was heißt nur? Wir benennen die nach den Stream-Zuschauern mit der meisten Watchtime. Und somit haben wir dann 8 Turtles gebaut, die uns hier diesen ganzen Bereich quasi freigebuddelt haben. Die haben schon einiges an Ressourcen rausgeholt. Und dann kam irgendwann der große Bruder, die gute alte Crowy, die wir hier durchgejagt haben. Auch das hat uns einiges an Rohstoffen beschafft. Natürlich nicht immer die, die wir brauchen. Ich meine, wir haben viele Rohstoffe, aber es mangelt halt immer so an Kernelementen wie Diamanten oder Emeralds oder vielleicht mal Zertusquarz oder so. Aber das werden wir später mit Industrial Foregoing lösen. Das gute alte Mine Factory Reloaded, wer das noch kennt von damals. So, dann gehen wir wieder runter. Wir schauen noch einmal kurz. Oh, cool. Das lassen wir da. In den Nether rein. Mal ganz kurz schauen, was die Quarry so treibt. Eventuell müssen wir da wieder ein bisschen Lava stopfen. Wir machen den Shader eben aus. Genau. Ja, ich denke, die Quarry, die wird noch ein Weilchen beschäftigt sein. Wir können auch gleich mal gucken, ob die Stirling Engines vielleicht wieder so ein bisschen Kohle benötigen oder so, ne? Ah, das sind auch so Sachen, die mache ich meistens dann zwischen den Folgen. Achso, genau, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben hier eine Lavapumpe aufgestellt. Ja, damit wir halt für unseren Lava-Generator auch genügend Nachschub bekommen. Wenn dieser See irgendwann zu sein sollte, können wir das Ganze immer noch über den Lava-Fabricator von Industrial Foregoing machen. Oder wir stellen diese Pumpe einfach neu auf. Da sind wir, glaube ich, völlig flexibel. So, hier sind so 51, 36, das Ding läuft noch ein paar Stündchen. Ja, das ist okay. Ja, da unten haben wir schon wieder Lava. Genau, und hier die Löcher, die entstehen halt immer, wenn ich das mal sehe, dass hier irgendwelche Rohstoffe in den Wänden drin hocken. Ja, dann gehen wir da kurz längs mit dem Diamond Drill, hacken das Zeug weg und dann passt es wieder. Ja, apropos Diamond Drill, ich werde hier mal den Weg weiter nach unten bauen, denn wir brauchen sowieso ein bisschen Netherrack, um hier das Lava-Ding zu flicken. Das ist dann immer so ein bisschen der Kampf mit der Quarry. Je nachdem, wie schnell wir sind oder wie schnell die Quarry ist. Ne? Wir probieren das gerade mal aus. Und durch die Nano-Suit ist es übrigens tatsächlich nicht so gefährlich, wie als wenn man ohne Rüstung unterwegs wäre. Zum Glück, sonst wäre er schon öfter gestorben. Oh. Denn wenn wir hier jetzt irgendwelche Blöcke hinsetzen, möchte die Quarry aber die natürlich sofort wieder wegkloppen. Aber das reicht uns. Genau, und so haben wir den ganzen Quatsch hier raus. Hier hinten sehen wir schon, da ist wieder Kupfer aufgetaucht. Oh, guck mal hier. So. Kupfer nehmen wir mit. Jo. Und das ist, glaube ich, alles, was wir bisher gemacht haben. Natürlich so ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt nicht erwähnt. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, mal eine ganz gute Zusammenfassung gewesen von dem, was hier bisher so gelaufen ist. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Map-Download löse, weil ich bin ja momentan gerade nicht zu Hause, wenn ihr diese Folge hier seht. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach der Aufnahme direkt das ZIP-Archiv erstellen von diesem Ding, werde das schon mal hochladen auf dem Webserver. Und es kann sein, dass ich den Download nicht direkt zur Verfügung stellen kann, weil ich halt eben nicht zu Hause bin. Muss ich mal gucken, irgendwie kriegen wir das hin und wenn, dann kommt das Ding halt vielleicht ein paar Tage später. Sollte gehen. Genau, ansonsten nochmal was zum Download und zwar, wir haben ja hier generell dieses Chunk-Loading betrieben. Achso, sehen wir hier nicht, aber das sehen wir hier. Wenn ihr diese Welt quasi ja, gespeichert habt, drinne seid, dann könnt ihr das ja hier als Open-to-Learn machen. Und wenn ihr das tut, dann genau, macht ihr diesen Cheat-Modus an. Und dann müsstet ihr eigentlich auch OP-Rechte haben, sodass ihr die Chunk-Claims, die ich hier gesetzt habe, auch entfernen könnt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann ändere ich das nochmal hier ab, dann lösche ich hier alles an Claims und lade das Ding nochmal neu hoch, ja.
Oder ich mache das gleich zur Sicherheit. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, das müsste eigentlich gehen, wenn ihr dann eure OP-Rechte habt. Das sollte passen. Ja, das ist es. Das ist das, was wir in 50 Folgen bisher gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren oder die nächsten 50. Denn, ja, ich bin momentan nur so ein bisschen auf Schätztour unterwegs. Also, ich vermute mal, 150 Folgen sind hier locker drinne. Was dieses Modpack angeht, wahrscheinlich auch noch mehr, weil ich habe nämlich noch ein paar Sachen vor. Mal schauen. Aber ich denke nicht, dass wir FTB Infinity damit schlagen werden, weil Infinity, die Sprachzentrum fällt aus. Infinity war weitaus aufwendiger, komplizierter. Also nicht unbedingt komplizierter, aber es war halt einfach mehr drin. Gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall machen wir das dieses Mal nicht abhängig von einem Schüssel. Gut, war es ja bei Infinity eigentlich auch nicht, das hat nur gerade gepasst. So, das soll's mit dieser Folge gewesen sein. Einfach mal so als kleiner Rückblick, damit man mal sieht, was hier an sich schon gelaufen ist. Und ich denke, für 50 Folgen kann sich das sehen lassen. Ich meine, klar, man kann immer mehr machen. Ja, der eine oder andere denkt sich, ja, wenn du irgendwas Größeres baust, mach doch eine Timelapse. Würde ich sehr gerne. Ich habe aber einfach keine Zeit. Ich bin nebenbei voll erwerbstätig und da ist nun mal einfach nicht so viel Zeit meistens, ne? Weil Woche unterwegs und am Wochenende mache ich im Prinzip all das hier in irgendeiner Weise möglich. Also Streams, Folgen aufnehmen und so weiter. Also ich mache in den Wochenenden quasi ganz genau Arbeit, wie in der Woche auch. Gut, dann hauen wir uns noch ein Steak in die Figur und dann wäre es das für diese Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folge 50 ist rum. Ich freue mich auf die nächsten 50. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.